hallelujah, since I laid my burden down. Wenn ein Mädchen kommt und sagt, mir ist gerade die Jungfrau Maria erschienen, wenn hier jemand auftauchen würde heute, würden wir auch sagen, geht's dir nicht gut? Hast du was geraucht oder so? Ich habe ein völlig verkorkstes Bild von den Katholiken gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist irgendwo so eine Art Okkult. Urgroßvater bei der Armee, mein Vater bei der Armee, mein Opa bei der Armee. Also eigentlich gab es nichts anderes für mich. Das ganze religiöse Dasein, es hat mich beeindruckt. Ich war auch vorher schon Christin, gläubige Christin, eben einer anderen Konversion. Und ich habe mich einfach zu etwas anderem hingezogen gefühlt, zugehörig gefühlt. Und das vollziehe ich jetzt gänzlich mit dem Schritt der Firmung. Der Friede sei mit dir. Haben viele Leute zu mir gesagt, ja, nee, dann, das kann dir nicht schaden, dann fährst du halt mal durch die Grotte durch. Und wenn bei dir auch ein Wunder passiert, dann ist schön, und wenn nicht, dann eben nicht. Irgendwann ist man so gestresst, dass man einfach die Schnauze voll hat. Und dann sagt man einfach nur, lieber Gott, macht halt ein Wunder passiert, dass das alles ein Ende hat, und dann passiert trotzdem nichts. Dieser Ort ist für viele Menschen, ob sie religiös sind oder nicht religiös, ein Ort der Hoffnung. Und gerade in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, da haben sie das Gefühl, sie brauchen so einen Anker für einen Lebenshalt. Herzlich willkommen zur 33. Lesung, Sendung, Besprechung des Themas moderne Kriege. Oder gehören Kreuzzüge wirklich der Vergangenheit an? Eine biblische Sicht auf moderne Kriege. 33 Folgen und keinen Schritt weiser? Na, oder vielleicht doch. Also mal abgesehen von der Zahl 33, das ist halt einfach nur die Folgenummer. Da muss man sich sonst gar nichts bei denken. Genau wie 66 auch nur eine Nummer ist. Es geht immer um 666 und nicht um 66. Das mal eben zu so ein paar Idioten, die da immer meinen, irgendwelche dämlichen Kommentare schreiben zu müssen. Die 66 bei mir hat einen Grund. Wer mich kennt, der kennt den. Und wer mich nicht kennt, den muss das auch nicht interessieren. Und wer meint, mich deswegen kritisieren zu müssen, das muss er wissen. Ich finde, Kritik muss basiert sein aufgrund der Taten, aufgrund der Informationen, die rausgebracht werden, die korrekt oder nicht korrekt sind. Und alles andere ist halt die jesuitische Taktik, dass man die Person oder den Charakter angreift. Und mich juckt das im Grunde nicht. Was juckt's die Eiche, wenn der Hase da sein Fell dran reibt oder der Bär oder wie auch immer man das sagt. Das ist bei mir genauso. Ich wollte es nur mal eben hinstellen, um recht zu stellen. Wir machen mit dieser Serie weiter, egal welche Nummer das hat, egal wie viel Kritik da kommt auf meine Person oder eventuell auch auf die Person von Gerald oder Marius, der hier mitmacht. Ich freue mich, dass wir heute auf Montagnachmittag wieder zusammengefunden haben und die 33. Sendung jetzt in Angriff nehmen können, weil wir haben einen Berg, aber wirklich einen riesen Berg an Informationen, den wir euch gerne mitteilen möchten. Und es ist fast schade, aber die Welt ist nicht bereit dazu, jeden Tag so eine Sendung zu vertragen. Deswegen machen wir nur eine pro Woche. Wir, wie gesagt, ich und Gerald, den ihr kennt, und auch der Marius, den ihr kennt. Und den beiden gebe ich jetzt auch gerne das Wort. Einen wunderschönen guten Abend an alle, die uns hören können, die jetzt hier wieder bei uns oder mit uns zusammen sind. Und ja, Jörg an dich auch, Marius natürlich ganz besonders, und ich hoffe, du bist auch da. Ich bin auch da, ja. Das ist schön. Gut, dann können wir ja im Prinzip dann, würde ich mal sagen, mit dieser 33. Sendung fortsetzen. Ich meine, wir hätten sicherlich nie gedacht, dass das wirklich so ist, dass man
wirklich so weit überhaupt kommt, wobei wir uns da am Anfang überhaupt keine Ziele in dem Sinne gesetzt haben, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwas schaffen, sondern das ist einfach so passiert, wie eben die besten Sachen einfach so passieren. Und dass wir jetzt hier zu dritt drin sind, das ist natürlich umso besser, weil wird dann natürlich die Garantie, dass wir noch mehr Informationen bekommen, noch viel größer für euch. Und ich denke mal, wir werden jetzt weitermachen und zwar, wie gesagt, mit der Sendung 33. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die letzte Sendung, vielleicht mal kurz zur Erinnerung, dass wir dort uns mit dem Schriftsteller Sergi Zadan beschäftigt hatten und gleichzeitig mit seinen Äußerungen aus seinem Buch, was jetzt auch jüngst gerade Ende Oktober hier im deutschen Buchhandel erschienen ist, mit dem Titel Himmel über Charkiw. Das hängt damit zusammen, dass er selber aus Charkiw kommt und entsprechend dann ja, dieses Buch da geschrieben hat, woraufhin er entsprechend dann relativ zügig und schnell eine Würdigung des deutschen Buchhandels erfahren hat in Form eines Friedenspreises. Was normalerweise, ja, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen länger dauert. Jetzt muss man natürlich sagen, dass dieser Schriftsteller eben ja kein Unbekannter ist. Zumindest in dem ukrainischen und russischsprachigen Raum ist er sehr bekannt. Das werden wir noch heute im Laufe der Sendung sehen, woher das kommt und wie er vielleicht auch aufgebaut wurde. Und ja, wir sind darauf aufmerksam geworden, auf diesen Schriftsteller durch diesen Friedenspreis und mehr oder weniger auch durch diesen Zufall, dass er doch tatsächlich irgendwelche Dinge da geschrieben haben soll, die eben wirklich nicht den Erwartungen an einen Friedenspreisträger im Allgemeinen erfüllen. Von christlichen Erwartungen, biblischen Erwartungen brauche ich da gar nicht erst anfangen. Ne? Und haben festgestellt, dass das tatsächlich so ist, dass er eben Dinge geäußert hat, die eben, ja, also in dem Sinne tatsächlich unvorstellbar sind. Und weil das eben auch für mich auch persönlich so unvorstellbar war, habe ich tatsächlich dort mal, wie teuer war das Buch, 20 Euro in die Hand genommen und dann wirklich das mal im Original in der Hand zu halten. Weil der Punkt ist, wie das der Jörg schon anfänglich bemerkte, dass es tatsächlich immer sehr, sehr schwierig wird, die Informationen zu filtern und die große Gefahr ist einfach, dass man dann gewissermaßen Informationen ungefiltert weitergibt und dann entsprechend sozusagen genau in dieser Agenda dann mit drin hängt und ja, und in dem Sinne beugen wir uns oder beuge ich persönlich vor, indem ich dann versuche immer die Originalquellen zu bekommen. Deswegen ist auch bei mir immer noch der Hauptfokus immer auf Büchern. Und wie gesagt, dort auch möglichst immer Originale, dass man eben wirklich sagen kann, was wir hier bieten für alle, die sich hier für diesen Kanal interessieren. Das sind eben wirklich Informationen, die in dem Sinne geprüft sind. Ja? Und aus dem Grunde, wie gesagt, sind wir dann darauf gekommen, dass tatsächlich diese im Internet kursierenden Gerüchte über diesen Herrn Sergi Zadan tatsächlich dann ein gewisses Fundament haben, nämlich in seinem Facebook und sozialen Postings, die er da gemacht hat in einer Zeit, wo er da in Charkiw war und entsprechend dann am Anfang des Krieges die Bevölkerung mit unterstützt hat und seine Äußerungen, die eben dann weit weg sind von dem, was man sich eben unter einem Friedenspreisträger vorstellt. So, und der Punkt ist einfach der, dass wir dann innerhalb der letzten Lesung dann mehr oder weniger durch Zufall auf die Äußerung gekommen sind, aus seinem Buch, wie gesagt, am 6. April, 7.44 Uhr, aus seinem Posting. Und da hat er wortwörtlich geschrieben, eine Niederlage der Ukraine in diesem Krieg wäre die Niederlage der gesamten zivilisierten Welt. Ja, eine Niederlage der Ukraine in diesem Krieg wäre die Niederlage der gesamten zivilisierten Welt. Ja. Ein ukrainischer Sieg hingegen wäre Beweis dafür, dass Begriffe wie Ehre, Gewissen und Verantwortung auch weiter Gewicht haben in der Welt. Und dann der letzte Satz, wir brauchen Waffen. So, und ihr erinnert euch, dass dieser Ausspruch, dieses Zitat, das ja wie gesagt authentisch ist, in einer ähnlichen Form dem geringeren als dem Generalstabschef der US-Armee
General Mark Milley ähnlich in den Mund genommen wurde, ohne dass die sich da vorher abgesprochen haben. Ja? Denn auch von der anderen Seite. Zum Beispiel, mir liegt ein Zitat vor von der Evangelischen Akademie Frankfurt, die zu einem Gespräch eingeladen hat. Und in der Beschreibung zu diesem Termin, Zitat, der russische Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat die europäische Sicherheitsordnung zerstört und internationales Recht beschädigt. Hm. Also so ähnliche Zitate hört man dann auch von anderen Seiten jetzt hier von den angeblich Evangelischen. Genau, von den angeblich Evangelischen, ne? Das muss man immer dazu sagen. Und der Mark Milley, der hat eben nochmal gesagt, ich würde es jetzt auch nochmal kurz mit das Zitat anführen, wenn die Ukraine fällt, wird die regelbasierte internationale Weltordnung fallen, die vor 80 Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geschaffen wurde. Zitat Ende. So, und das hat er in einer Ansprache gemacht, ist auch bestätigt. Man sieht hier eindeutig eine gewisse sprachliche Verwandtschaft, ne? Weil diese Dramatik, die sozusagen hier offensichtlich hier hinter diesem Krieg steht, eben weit über das hinausgeht, was man vielleicht so als normaler Medienkonsument eben dann vielleicht tatsächlich auch denkt, ne? Um was es in diesem Krieg geht. Ne? Und wir wären ja nicht in dieser Sendung, wenn wir nicht belegen und beweisen würden, dass es tatsächlich hier um einen Religionskrieg geht. Ne? Der Beweis lässt sich übrigens hier auch schon direkt herleiten, weil wir ja gelernt haben, der Jörg hat ja gesagt, wir lernen ja ständig was dazu und ich denke, die Leser und Zuhörer lernen auch mit uns gleichzeitig mit, dass der General Mark Milley eben diese Mitgliedschaft in dem Knight of Columbus, in dem Ritter des Columbus-Ordens hat. Und ihr wisst, dass dieser Orden direkt dem Vatikan untersteht. Und sein Motto ist, Amerika katholisch zu machen. Ja. Und dass wir sehen, dass die katholische Kirche, egal ob Ost oder West, immer die katholische Kirche ist, auch wenn sie sogenannt ein Schisma oder eine Teilung erlebt haben im Jahre 1054. Deswegen mal eben hier diesen Artikel mit rein, den Marius uns besorgt hat, neben einer ganzen Menge anderer Informationen. Und ich möchte nur mal kurz das Zitat vorlesen, was der Kirill, also der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, gesagt hat, während einer Weihe in der Kirche, also eine kirchliche Zeremonie, die sie dort aus durchgeführt haben. Und das Zitat steht hier, dass jeder das auch eine Zeit lang steht hier, dass er hier das mitlesen kann. Das Land, und da spricht er jetzt hier von Russland, ne, ist mit Gefahren konfrontiert, mit Gefahren, die die Existenz unseres Landes in Frage stellen. Und heute sind wir solchen Gefahren ausgesetzt. Natürlich bitten wir den Herrn und die Himmelskönigin, die, wie wir glauben, ganz Russland mit ihrem souveränen Schleier bedeckt, dass sie unser Volk und alle Völker Russlands vor den von außen aufgezwungenen inneren Unruhen bewahren möge. Ende Zitat. Der Satz, natürlich bitten wir den Herrn und die Himmelskönigin, die wie wir glauben, ganz Russland mit ihrem souveränen Schleier bedeckt. Dieser Satz hat es wirklich in sich. Weil erstens wird hier eine Person angebetet, die nicht anbetungswürdig ist, biblisch gesehen. Und da muss ich jetzt nicht viel Erklärungen drüber machen. Wem ich das noch erklären muss, der sollte sich eine andere Freizeitbeschäftigung suchen, als diese Videos zu schauen. Und zweitens, diese Himmelskönigin bedeckt ganz Russland mit ihrem souveränen Schleier, sagt er hier. Das ist aber die Ostkirche, die das sagt. Und die Westkirche hat ja letztens erst durch Antichristpapst Franziskus Ukraine der Maria geweiht oder gewidmet oder wie auch immer man das jetzt ausdrücken will. Das heißt, sowohl die Ostkirche mit dem Kyrill hier als auch die Westkirche, also die römisch-katholische Kirche, benutzen die zwischen Anführungszeichen Himmelskönigin, um ihr Ziel zu erreichen. Ein deutlicheren Hinweis, dass es hier um einen rein
religiösen, nicht auch religiös motiviert, sondern rein religiösen Krieg geht, kann man doch gar nicht mehr brauchen, wenn man sieht, dass beide Seiten ihre satanische Erscheinung der Himmelskönigin, die wir mehr als deutlich und ausführlich bearbeitet haben in dem Buch Eine für alle, alle für eine Königin des Himmels. Jeder weiß, wofür sie steht. Dass beide Kirchen, Ost und West, eben diese und sogar ihre Hilfe und ihren Schleier und was weiß ich nicht alles anrufen. Einen deutlicheren Beweis, meines Erachtens, das ist meine persönliche Meinung, gibt es gar nicht, dass dieser Krieg nur mit Religion zu tun hat und mit nichts anderem. Alles andere sind vorgeschobene Gründe, dass die Leute abgelenkt werden, dass sie nicht verstehen, worum es geht. Aber hier geht es darum, dass sowohl die Ostkirche als die Westkirche die sogenannte Himmelskönigin für ihre Zwecke einspannt. Und das ist im Grunde das interessante Thema, was ich hier mal eben mit zur Sprache bringen wollte. Danke, Marius, für diesen Artikel, den du geteilt hast mit uns. Wie gesagt, war eine ganze Menge Informationen, aber das fand ich wirklich mal absolut erwähnenswert. Und vielleicht könnt ihr beide ja da noch kurz drauf eingehen, bevor wir dann in die neue Sendung übergehen, in das neue Thema übergehen, anstatt hier die Wiederholung noch so lang zu machen. Weil ehrlich gesagt, guckt euch den Teil 32 an, da wisst ihr, worum es geht. Dann können wir die Zeit besser damit verbringen, Teil 33 mit neuen Informationen zu füllen. Bitte, ihr beiden. Wenn ich lese, mit Schleier bedecken, dann muss ich zwangsläufig an den Bibelzitat denken. Deshalb sendet er die starke Kraft der, wie war das nochmal? Du kennst wahrscheinlich ganz genau den Zitat. Ich wusste jetzt deshalb, gar nicht, welches Zitat. Deshalb wird ihm eine starke Kraft der Verwirrung senden. Also etwas mit Schleier bedeckt, dann verdunkelt man die Gehirne und dann ist das halt eine starke Kraft der Verwirrung. Das ist 2. Thessaloniker Kapitel 2, einer der Eingangsverse. Deswegen sendet ihnen Gott eine große Verwirrung. Great Delusion im Englischen. Ja. 2. Thessaloniker Kapitel 2. Ja. Wenn ihr nichts dagegen habt, ich habe jetzt mal in der Zwischenzeit mal geguckt, ich habe da so ein Buch mir bestellt, erst kürzlich, das hat den Titel Fatima und Pius der XII. Und das habe ich schon im Prinzip fertig eingescannt. Ich lese jetzt gerade da drin in einem Kapitel, zweites Kapitel, genau, Dritter Weltkrieg oder Umkehr Russlands und des Westens, Ausrufezeichen. Und da steht drin, Zitat, es kann uns daher nicht überraschen, wenn gerade in Fatima sehr eindeutige Voraussagen über Russland und die Wiedervereinigung des Friedens gegeben wurden. Wir können sie gar nicht ernst genug nehmen. Und wenn wir sie richtig und in ihrer ganzen Bedeutung erkennen, so ist es schon allein die Tatsache, dass Maria genau zu der Zeit erschien, als im Osten jenes gewaltige System der Gottesleugnung ins Leben trat, wegweisend für die heutige Weltbetrachtung. Die ungeheure Bedeutung von Fatima wird erneut sichtbar, auch nicht zuletzt in Bezug auf den Frieden. Denn ohne die Bekehrung Russlands wird es keinen Frieden geben. Und mit Bekehrung ist gemeint die Zurückkehr der russisch-orthodoxen unter die Fittiche der westlich-römisch-katholischen Kirche. Und wer da noch nicht den Zusammenhang gelegt hat zwischen 1917 Erscheinung in Fatima und Ende 1917 sogenannte Oktoberrevolution, Abschlachten der Zarfamilie und Einführen des Bolschewismus, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Das muss man natürlich alles selbst konkludieren aus den ganzen Informationen, die man nicht nur hier, sondern auch in anderen Lesungen von mir und anderen Menschen, denke ich mal, bekommen hat. Ja. Sehr guter Punkt, den du da machst, Gerald. Ja. Also ich würde vielleicht sogar noch mal hier noch mal diesen kleinen Absatz noch mal weiterlesen, weil ich denke, der passt sehr, sehr gut. Und das ist eben, wie gesagt, an Aktualität hier gar nicht zu überbieten. Ne? Und letztendlich muss man natürlich sagen, dass auch gerade hier in dieser Literatur, die ja im Prinzip ja pro
päpstlich ist, ja genau diese Ereignisse immer in Bezug zu Marienerscheinungen genommen werden. Das heißt, ne, man versucht hier dem Leser das Gefühl zu geben, dass im Prinzip Maria durch göttliche Beeinflussung im Prinzip hier die Geschicke auf der Erde komplett so gesteuert hat, wie wir es eben jetzt sehen. Und das ist so dieser komplette diese komplette Irrsinn, kann man schon fast sagen, weil das ist ja natürlich so eine selbsterfüllende Prophezeiung, die wir hier haben. Ne? So, ich würde bloß mal ganz kurz mal weiterlesen hier. Also mit dem Punkt, so auch braucht es nicht zu wundern, dass sie die allerseligste Jungfrau, die seit alters her Sedesapiatir, der Sitz der Weisheit genannt wird, gerade in Bezug auf Russland sehr klare Vorhersagen gegeben hat. An dem berühmten Geheimnis, dass den Kindern am 13. Juli 1917, ne, also Anmerkung meinerseits, ne, wann war die Oktoberrevolution, offenbart wurde, heißt es nach dem eigenen Urtext, der in Deutschland für lange Zeit nicht zur Verfügung stand, dass zwar nach bestimmten Voraussetzungen der kommende, zweite, noch schlimmere Weltkrieg die Züchtigung der Welt für so viele Missetaten durch Krieg, Hunger und Verfolgung der Kirche und des Heiligen Vaters bringen werde, aber sie, Maria, werde kommen, um die Weihe der Welt an ihr unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion in den ersten Samstagen des Monats zu verlangen. So, wir wissen, dass Antichristpapst Franziskus am 25. März die Weihe nochmal vollzogen hat, ne? An das unbefleckte Herz Mariens. Also nicht nur der Ukraine, sondern auch Russlands. So, und dann steht eben hier nochmal diese Aussage und sie fügt hinzu, also Maria, jetzt die Aussage sozusagen, die diese sogenannte Gottesmutter getätigt haben soll, Zitat, wenn man auf meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, dann wird es seine Irrlehren über die ganze Welt verbreiten und wird Kriege und Verfolgungen in der Kirche heraufbeschwören. Zitat Ende. Das sind halt die drei Botschaften, ja, von Fatima, ne? Genau, so ist das, ne? Und. Also hier auch hier, ne? Man kommt hier immer wieder in diesen Kontext, ne? Das ist unglaublich interessant. Vielleicht können wir dort auch nochmal auf dieses Buch mal irgendwann im Laufe der nächsten Lesung nochmal mit eingehen, ne? Weil ich denke, das sind so mit diese Schlüsselinformationen, um auch hier wirklich den Krieg erklären zu können. Also dass dieser Krieg nicht einfach jetzt passiert ist, ja, sondern dass dieser Krieg eben tatsächlich eine lange Vorbereitung hat und die Ziele, die damals eben nicht erreicht wurden, die man eben jetzt wieder neu aufsetzt und wieder neu versucht in Angriff zu nehmen. Ne? Das ist genau das Gleiche, Gerald, wie es im Zweiten Weltkrieg passiert ist, wo Adolf Hitler die Welt der römisch-katholischen Kirche unterjochen sollte mit Kriegsmaßnahmen. Und als das nicht gelang, dann hat man das hinterher mit sogenannten Friedensmaßnahmen gemacht, mit dem Wiederaufbau Deutschlands, dem Wiederaufbau Europas und der schlussendlichen Vereinigung Europas. Das, was Hitler immer gewollt hat, das, was die römisch-katholische Kirche durch Hitler immer gewollt hat, was im Krieg nicht zu erreichen war, haben sie dann in Friedenszeiten erreicht. Angefangen mit der Europäischen Wirtschaftsunion oder der Stahlunion oder wenn wir auch zu den Anfängen wir immer zurückblicken. Was ausgeufert ist heutzutage in 2022 in dieser Europäischen Union, die wir haben mit, ich weiß nicht, 27, 28, 29 Mitgliedstaaten. Und wenn es nach der Europäischen Union gehen würde, dann würde die ganze Welt ja untertan werden. Dann ist die EU eben gleichgestellt der UN, ja, der UNO, wo ich letztes Mal nicht mal drauf kam, dass das heißt United Nations Organization, weil wir hatten ja die Buchstaben O-U-N. Ja. In Ukraine gesehen. Das ist genau wie die Vereinten Nationen, ja, UNO, United Nations Organization, die Vereinten Nationen, UNO, und da haben wir OUN. Ja, man sieht ja immer dasselbe. Und dann geht halt die EU auf in der UN. Was ist das? Das ist wieder ein anderes panweltliches Experiment oder panweltliches Geschehen, was dann eben da passieren wird. Nach panslawisch und paneuropäisch und panamerikanisch hast du dann eben panweltlich. Das heißt, dann hast du die eine Weltordnung. Alles darunter machen. Europa expandiert und andere Länder expandieren auch, bis sie dann die wenigen Länder, die übrig geblieben sind, zusammenfügen müssen und bunk haben sie da ihre eine Welt
Ja. Alles eins. Ja. Wie wir und das, ja auch schon besprochen hatten. Und das sieht man dann auch zum Beispiel bei diesem Militärbündnis NATO, ne? Weil sie im Prinzip ja genauso diese Wachstumstendenzen hat. Ne? Genauso wie sich die EU immer weiter ausweitet, hat man das jetzt auch schon über die letzten 30 Jahre nach der sogenannten Wiedervereinigung dann auch sehen können. Ne? Ja, das ist, was die Zellen der EU und die Zellen der NATO gemeinsam haben. Sie ja, sind genau wie Krebs. Sie wuchern immer weiter. Ja, ja. Und wir konnten ja in dem einen letzten, in dem die geistigen Grundlagen der NATO ja auch belegen über wirklich aktive Mitgestalter, ne, der Bundesrepublik. Das war dieser Adolf Süsterhen, ich weiß nicht, ob ihr euch dann noch erinnert, der ja im Prinzip dort direkt immer wieder die Präambeln der NATO zitiert hat und dann immer wieder diese Querverweise zur UNO gezogen hat. Ne? Also im Prinzip ist das nur der militärische Arm. Ne? Für die Länder, die sozusagen dann nicht anerkannt sind, ne? Die sozusagen entsprechend dann ja, ein Feindbild sind, ne? Und gegen die man dann entsprechend vorgehen kann. Ne? Und das natürlich ja. Das Feindbild im Prinzip alles ist, was sozusagen da nicht Mitglied ist und nicht römisch-katholisch mitmacht, das ist natürlich klar. Ne? Das, und wo die NATO nicht offiziell auftritt, da tritt sie unoffiziell oder inoffiziell auf durch nur amerikanische Vertretung. Und deswegen haben wir mehr als 170 Militärbasen der Amerikaner über die ganze Welt verteilt. Weil das ist im Grunde nichts anderes wie, ich weiß nicht, ob ihr Asterix-Hefte kennt. Ich habe die als Kind immer gerne gelesen, diese Asterix und Obelix. Du hast Comics. Asterix gelesen? Ja, alle. Damals, also als ich alle. Kind war. Als ich Kind war. Also, ja. Jetzt gibt es ja die letzten 20, 30 Jahre auch schon welche, die nicht, aber ne, als ich Kind war, habe ich die gelesen. Und wenn man das Asterix-Heft aufschlägt, dann sieht man da eine Karte Galliens oder Frankreichs. Und man sieht da so ein paar Zelte immer stehen. Und da steht jedes Mal für eine römische für ein römisches Lager. Ja? Und dann ganz Gallien steht unter den Fittichen von Caesar. Nee, nicht ganz Gallien. Ein kleines Dorf da und da leistet noch Widerstand. Aber die Karte von Frankreich, die man da sieht, mit den verschiedenen in Lutetia, was eigentlich ja Paris ist dann später, und diese ganzen Lager, die man da sieht. Genauso müsst ihr euch das vorstellen, weltweit ist das eben auch mit den amerikanischen Militärbasen überall. Und das ist im Grunde nichts anderes als militärische Außenstellen von Rom. Weil Amerika tut alles nur für Rom. So wie Antichrist Papst Leo der 13. 1903 dem deutschen Kaiser sagte, dass er wünsche, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche wird. Und Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche war mit den Folgen, die wir aus dem Ersten und Zweiten sogenannten Weltkrieg kennen, genauso ist dann dieses Schwert nach dem Zweiten Weltkrieg übertragen worden auf Amerika. Und das erklärt, warum Amerika überall vertreten ist und diese Basen da sind. Und das sind nichts anderes als römische Basen, genau wie in dem Asterix-Buch dargestellt. Es sind römische Militärlager, genau das sind die amerikanischen Militärlager auch. Da, wo die NATO nicht offiziell ist, da sind auf alle Fälle die Amerikaner. Und das ist mit der EU im Grunde genau dasselbe auf einer politischen Ebene, sage ich mal, wie es bei der NATO eben auf militärischer und bei den Amerikanern auf militärischer Ebene ist. Ja. Und das ist doch jetzt der perfekte Moment, wo man doch eigentlich jetzt mal so ein Papstwort mal zu Wort kommen lassen könnte. Sekundchen, oder, ja, wollte ich noch mal was dazwischen quetschen, wenn es geht? Ja. Und zwar, Sie verwenden die Nationen oder die Könige der Welt, und solange sie nützlich sind, solange sie die gebrauchen können, und wenn dann die Verwendung nicht mehr gegeben ist, dann wird das Land fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Wenn ich noch wieder auf das Deschner-Buch zurückkomme, da stand es ja auch der Zitat. Opus Diaboli. Da stand doch, dass Amerika
Vatikan Dollars liefert, und zwar so viele, wie sie wollen, weil Amerika Vatikan braucht. Ja, und dann gibt es das Gegenzitat bzw. Gegenansprache, ja, was ist, wenn jetzt die Protestanten die Welt erobern und so weiter? Und wenn dann halt Amerika nicht mehr so nach der Pfeife tanzt, ja, dann werden wir, wie jetzt die Amerika für, gegen Kommunismus gebrauchen, so werden wir jetzt einen anderen finden, der gegen Amerika arbeitet. China heutzutage zum Beispiel. Zum Beispiel, da kann man ja auch sehen, weshalb jetzt so der Wirtschaftsstandort verlagert wird. Vielleicht hat demnächst Amerika ausgedient. Und nochmal kurz zu dieser Bekehrung. Russland muss sich ja bekehren, hast du ja angeführt. Ja, die Botschaft von Fatima von 1917. Die hat drei Botschaften gehabt. Ne? Aus Mainstream was in Chat reingestellt, und zwar aus dem Spiegel. Wenn du mal kurz zeigst. Ja, müsste ich mal eben hingucken. Ja, Moment. Das hier. Sonst. Hört sich schon im Kopf wie eine richtige Drohung. Das stimmt, ja. Sonst was. Kommen wir vorbei. Kommen wir vorbei, ne? Bist du nicht willig? So brauchen wir Gewalt, ne? Hole ich meine Brüder und komme vorbei. Ja, die Alliierten. Ja, ja. Die, ja, ja, das ist schon so eine Drohung, ne? Das stimmt schon. Ne? Und das ist ja so, Spiegel ist ja auch so das, ja, das Propagandamedium der NATO schlechthin. Ne? Also zumindest. Naja, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Also früher hatten wir mal einen Chef im Spiegel, der hieß irgendwas mit August, da kommt jetzt gar nicht mehr auf seinen Namen. Habe ich in der Lesung auch mal erwähnt, und der Typ war also reichlich römisch-katholisch ausgebildet. Augstein hieß er, glaube ich. Kann das? Der Chef von Spiegel früher. Ich glaube, Augstein hieß der. Also die sind wenig römisch-kritisch. Vor allen Dingen aber, was ich jetzt am besten finde, ist der allerletzte Satz hier. Sechsmal, jeweils am 13. Und da können natürlich die ganzen Geriatriker, die hier mit Zahlen immer spielen, mit 6 und 13, Halleluja, viel Spaß euch damit. Sechsmal, jeweils am 13. erschien dort Maria, also die Himmelskönigin, die satanische Erscheinung von Semiramis, den drei Kindern Lucia, Francisco und Jacinta. Will man diesen Kindern und den Päpsten glauben? Das finde ich den entscheidenden Teil in diesem Satz. Will man diesen Kindern und den Päpsten glauben? Und was wir machen sollen ist, wir sollten der Bibel glauben und alles in dieser Welt an der Bibel messen. Und wenn man die Bibel liest und versteht, dann ist ganz deutlich, dass diese Marienerscheinungen satanische Erscheinungen sind, dass das Zeichen und Wunder sind, wie der Teufel sie gebraucht. Ihr erinnert euch an den Vorspann. Die Glaubenskrieger da, die da in Lourdes ja da, also diesen Lourdes-Vorspann, das Video erinnert euch ja, da ist ja dieser eine Soldat, der wohl im Rollstuhl sitzt, der sagt von ja, dann gehst du da mal hin und dann siehst du mal, ob Gott ein Wunder machen, da führe ich ja einen Text ein. Genau dieser Text ist zupassbar auf diese Erscheinungen. Das sind eben halt die Zeichen und Wunder des Teufels, die er gebraucht. Und gerade in diesem kleinen Schlusssatz, will man diesen Kindern und den Päpsten glauben, kommt das sehr gut zum Ausdruck. Das kann ich schon fast nicht glauben, dass der Spiegel das schreibt, will man diesen Kindern und den Päpsten glauben. Finde ich ja, sehr weiter, gut gefunden. Weiter unten steht aber noch ein Satz, der Weltfriede, so Graba, kommt nicht aus Moskau, sondern aus Fatima. Und dann steht auch noch die Weihe Mariens und Papst und so weiter. Und das wäre jetzt dann auch die vielleicht die Überleitung zu dem Papstzitat von Gerald. Aber auch wenn es positiv da jetzt aufgefallen ist mit dem Satz weiter hinten, es wird ja wieder angeführt als Zitat, ja, der Weltfriede kommt aus Fatima. Ja, also ich denke, das ist der Punkt auch, dass man dort gar nicht so unbedingt diese Zusammenhänge ja, so offenlegen möchte. Weißt du? Weil das wäre ja zum Beispiel genauso, wenn du sowas liest und dann dir wirklich mal selber Gedanken machst, dann kommst du ja genau zu diesen Rückschlüssen, wie wir sie letztendlich dann machen. Ne? Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass man dort so ein bisschen so, ja, wenn man dem glauben sollte.
Also das muss man auch immer sehen, da ist unglaublich viel Kasuistik und Sophistik drin. Ne? Genauso wie bei dem Papstwort, Jörg. Was von, das, ach so, das habe ich dir als PDF geschickt, Jörg, das könntest du vielleicht mal unseren hören. Ja, mache ich auch, aber noch mal eben auf diesen Satz, will man diesen Kindern und den Päpsten glauben? Du sagst, das ist Sophistik und Kasuistik. Ja, natürlich, weil die meisten Leute sagen von, ja, aber natürlich glauben wir denen, weil die Erscheinung war ja da. Und die Weltgeschehnisse sind doch so, dass diese Botschaften von Maria mehr oder weniger erfüllt werden. Also muss man denen ja glauben. Ich finde das nur aus Sicht eines bibelgläubigen Christen einen sehr interessanten Satz. Nicht aufgrund eines, ich sag mal, verblendeten Spiegellesers. Ja? Das war eben dazu. Also ich habe das schon verstanden. Ne? Aber wie gesagt, will man diesen Kindern und den Päpsten glauben, das ist ein wenig so nach dem Motto von, ja, trau schau wem, ne? Naja, ist richtig, richtig. Aber insofern ist das ja, wie du es ja sagtest, genau der Punkt. Ne? Wir gehen an die Bibel und das ist das Einzige. Und insofern hat man das andere schon in dem Sinne abgefrühstückt, ne? Auch wenn es abends ist. Ne? Ja, du wolltest jetzt ein Zitat bringen vom Papst, oder? Naja, also was heißt, ich wollte, ich habe gedacht, du liest das mal vor, als dem Weihnachtsbotschaft Pius der XII. Von 1956, genau. Das ist im Prinzip das Titelbild, und ich habe jetzt im Skript den Text. Ich denke, im Skript liest sich es leichter. Ja, erstmal eben das Bild zeigen. Genau, ne, das ist er. Und, muss ich jetzt auf Lesung 33 hier gehen? Genau, auf die 78 ganz oben. Ne? Das ist im Prinzip das, rauskopiert. Und wir wissen ja, dass das, was da geäußert wird, auch wenn es jetzt ein paar Jahre schon her ist, immer noch genauso aktuell ist. Es ist immer noch genau das, was Rom will. Und auch die Anforderungen, die Ansprüche, die man hier hört und liest, auch das hat sich nicht geändert. Und auch hier vielleicht nochmal die Bitte, auch wenn das jetzt hier unglaublich nett und toll klingt, man muss immer beachten, dass hier, wie gesagt, die absoluten Profis in Kasuistik und Sophistik ihre Meinung kundtun. Und das muss man also immer mit, Jörg sagt immer, mit einer Prise Salz, ne, nehmen, das Ganze. Ja, also und wir sind das Salz dieser Erde, ne? Steht in der Bibel geschrieben. Ja. Ne? Was meint man denn dann also mit Salz? Ne? Immer an der Wahrheit messen, lass es uns mal so sagen. Ja, soll ich das dann mal vorlesen? Das stimmt. Ja, kannst du gerne machen. Ne? Es sind nur zwei Seiten, aber ich denke, vielleicht passt es hier sehr gut rein. Ja, okay. Ja. Gut, was du meintest, ist ja auch nochmal wichtig, kurz zu wiederholen. Wenn hier also steht, das ist das Papstwort. Dieses Papstwort ist nicht von dem Papst selber. Der Papst ist und war schon immer, genau wie alle anderen hier, an diesen Drähten eine gezogene, eine gespielte Puppe. Der Papst liest nur die Dinge vor, die er vorlesen soll. Der setzt sich nicht abends oder so an seinen Schreibtisch, nimmt sich einen Füller und ein Blatt Papier und sagt, ja, schreibe ich mal ein paar wichtige Dinge, die ich dann der Welt mal erzählen möchte. Nee, der stellt sich irgendwo hin, wenn da Kameras aufgestellt sind und Mikrofone aufgestellt sind, und liest das Papier vor, was dieser Orden hier, der Orden der Gesellschaft Jesu, ihm als Schrift vorlegt. Das ist das, was Sache ist. Das muss man wissen und das muss man begreifen, sonst hat das alles überhaupt keinen Sinn. Also der Papst ist lediglich das Sprachrohr des Teufels, der ihm die Worte durch den Jesuitenorden in schriftlicher Form vorlegt. Und er sagt, die unbedingte Wahrheit. Mann, mir wird schon schlecht. Ich habe noch gar nicht angefangen, den Artikel zu lesen. Die Freiheit und die persönliche Verantwortung, Gesellschaftlichkeit und gesellschaftliche Ordnung, der wohlverstandene Fortschritt sind also menschliche Werte, weil der Mensch sie verwirklicht und Nutzen aus ihnen zieht, aber auch religiöse und göttliche Werte, wenn man auf ihren Ursprung sieht. Gegensätze auf religiösem Gebiet, man hat nun in der modernen Zeit die innere Grundlage dieser Werte von der Gesellschaft her, auch im Westen, im Namen des Laizismus, der eingebildeten Selbstgenügsamkeit des Menschen zu Bruch kommen lassen und der Vergessenheit überantworten wollen. Ist das irgendwie eine Übersetzung aus dem Übersetzerprogramm oder sowas? Nee, das ist original. Original. Also das wurde so übersetzt für diese Auflage da. Das ist original. Ja, weil der Satz macht ja so. Oder du kannst ja mal in diese Weihnachtsbotschaft reingehen.
Vielleicht, du hast es ja vorliegen. Das ist ja eine kleine Mühe auf der Seite 11 im Buch. Ne? Ja, ich meine halt nur, weil der Satz gerade eben, den ich so gelesen habe, macht so grammatikalisch gar keinen Sinn. Ne? Ja. Ja, wenn Gegensätze du das auf religiösem Gebiet, man hat nun. Da muss ja irgendwie ein Punkt oder irgendwas dazwischen sein, das passt ja nicht hier. Das passt ja nicht. Aber zum Thema mal eben, Gegensätze auf religiösem Gebiet, worüber haben wir vorhin bereits gesprochen, was habe ich vorhin bereits erwähnt? Die Maria, die Himmelskönigin, die sowohl vom Osten als vom Westen gebraucht wird. Gegensätze auf religiösem Gebiet. Ja, ja, ich kann das gerne weiterlesen hier, nur ich finde hier Gegensätze auf religiösem Gebiet und dann Mann wird dann hier direkt groß weitergeschrieben. Kann sein, dass hier ein Punkt dazwischen ist. Ja, das kann deswegen, Punkt, dass hier, ja, das hat er. Ja. Das hat mich halt ein bisschen jetzt abgeworfen da. Das ist okay. Ja. Aber lesen wir mal weiter hier. Steht hier. So ergab sich die eigenartige Situation, dass nicht wenige Männer des öffentlichen Lebens, selbst ohne lebendiges religiöses Empfinden, um des Gemeinwohls wegen, ja, das ist ja immer ganz wichtig, das Gemeinwohl, ne, Caritas in Veritate, wegen jene fundamentalen Werte verteidigen wollen und verteidigen müssen, die doch nur in der Religion und in Gott ihren Bestand haben. Ja, er spricht ja nicht davon, welchen Gott er meint, ne? Die vorgeblichen Realisten erkennen eine solche Behauptung nicht gern an. Ja, sie werfen der Religion nun erst recht vor. Sie setzen in den religiösen Streit um, was nur Zwiespalt auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet sei. In lebhaften Farben malen sie den Schrecken und die Grausamkeit der alten Religionskriege aus, um glaubhaft zu machen, die heutigen Gegensätze zwischen West und Ost seien demgegenüber harmlos. Es brauche nur ein bisschen mehr praktischen Sinn auf beiden Seiten, um zu einem Ausgleich wirtschaftlicher Interessen und konkreter politischer Machtverhältnisse zu kommen. Die Berufung auf unbedingte Werte fälscht, so sagen sie, in unglücklicher Weise den wirklichen Stand der Dinge, hetzt die Leidenschaften auf und erschwert den Weg zu einer praktischen und vernünftigen Einigung. Schädliche Bestrebungen, wir, hier ja, sehe sowas, wir, das ist alles groß geschrieben, hier, da stimmt ja irgendwas nicht. Schädliche Bestrebungen, würde ich jetzt sagen, doppelt. Achso, das ist der Überschrift, kann weiter. Sein, ja, schädliche sowas. Bestrebungen, genau, ja? Das wollte ich schon. Wir unsererseits haben als Haupt der Kirche für die Gegenwart, wie in früheren Fällen, vermieden, die Christenheit zu einem Kreuzzug aufzurufen. Ach ja? Wir unsererseits haben als Haupt der Kirche für die Gegenwart, wie in früheren Fällen, vermieden, die Christenheit zu einem Kreuzzug aufzurufen. Nur weil man es keinen Kreuzzug mehr nennt, heißt es noch lange nicht, dass man sie ihn nicht mehr führt. Deswegen das Thema der ganzen Sendung hier, deswegen das Bild hier deutlich eingeblendet, passt ja wie die Faust aufs Auge. Wir können jedoch volles Verständnis verlangen dafür, dass die Menschen dort, wo der Glaube ein lebendiges Erbe der Vorfahren ist, also hier geht es wieder um Tradition, den Kampf, der ihnen vom Feind ungerechterweise aufgezwungen ist, auch als einen Kreuzzug auffassen. Was wir aber angesichts des Versuchs, bestimmte schädliche Bestrebungen zu verharmlosen, für alle erklären, ist, dass die Auseinandersetzung um absolute Werte des Menschen und der Gesellschaft geht. Bei unserer großen Verantwortung können wir es nicht geschehen lassen, dass dies von Zweideutigkeiten vernebelt werde. Ja. Und dann weiter mit auf Seite 13. Genau, bloß erstmal gleich hier nochmal genau dieser Punkt. Ne? Wenn du nicht willig bist, so verwende ich Gewalt. Ja. Ne? Genau so ist es. Ne? Diese absolute Werte, ne? Diese absolute Unterordnung unter die Romkirche, die ja hier letztendlich ja gemeint ist. Ne? Das ist das, was hier nochmal genau diesen Bezug nochmal bringt, denke ich auch. Ne? Ja, ich finde auch persönlich interessant die Auseinandersetzung um absolute Werte. Da geht es also eigentlich um etwas, was die Politik und die Kirche gleicherweise immer verdammen, nämlich Fanatismus, den sie sich hier selber zu Nutzen machen. Ja, ja. Und vor allem dann, dass er dann noch schreibt, dass wir das klarstellen, ne, dass dies eben nicht von Zweideutigkeiten vernebelt werde. Ne? Ja, können wir es nicht geschehen lassen, dass dies von Zweideutigkeiten vernebelt werde. Das muss man mal überlegen. Das sagt hier im Prinzip in einer Rede, die der Papst spricht, ja,
der ja im Prinzip über diese jesuitische Technik der Kasuistik und Sophistik ja geschult sowieso alles in mindestens Zweideutigkeiten ausspricht. Ja? Das ist ja der Punkt. Und wenn er selber sagt, dass das also, was er hier von sich gibt, bitte nicht zweideutig zu verstehen ist, das ist schon erstmal der Punkt, da kann man sagen, ja, was ist denn dann überhaupt richtig zu verstehen? Das ist der erste Punkt, ne? Wenn er das schreibt, weil es steht ja hier, ne? Was ist denn dann eindeutig zu verstehen, wenn es nicht zweideutig zu verstehen ist? Ne? Und das hier ist eindeutig zu verstehen. Also er sagt, wenn die Werte angegriffen werden, dann haben wir auch kein Problem mit, diesen Kampf als einen Kreuzzug aufzufassen. Das ist eindeutig. Und das ist das, was jetzt hier mal ein bisschen übersetzt, hier der Verfasser mit dem IHS-Symbol dann meint. Ne? Und das ist im Grunde die kriegerische Auseinandersetzung, die wir im Jahr 2022 erleben. Kreuzzug in der Ukraine. Genau. Ne? Genau. Und jetzt kannst du nochmal den Militärdienst, die Waffe und der Krieg, habe ich jetzt den, das hat es irgendwie in der Formatierung auseinandergerissen. Sorry nochmal dafür. Ist ja in Ordnung, es kann ja passieren. Ja, es macht halt nur keinen Sinn, so wie ich es vorgelesen habe. Nee, war aber richtig, dass du das gesehen hast. Ja, danke schön. Ja. Ich bin ja kein Vorlesecomputer, ich bin ja ein Mensch, der noch denkt, was er liest hier. Ja. Also, die heutige Lage, das ist jetzt eine Fortsetzung des Spruches oder ist das was anderes? Das ist eine Fortsetzung auf der Seite 13 mit der Zwischenüberschrift der Militärdienst, die Waffen und der Krieg. Das ist okay, also die Botschaft des Papstes immer noch so gesagt. Immer noch, genau. Okay, gut, ja, nur eben zur Klarstellung. Die heutige Lage, die nicht ihresgleichen in der Vergangenheit hatte, das sagt die Bibel, es gibt nichts Neues unter der Sonne, also Lüge, sollte doch allen klar sein. Es besteht wahrlich kein Grund mehr zu zweifeln über die Absichten und Methoden, die hinter den Panzerwagen stehen, wenn sie mit Gerassel, Tod und Verderben speiend über die Grenzen einbrechen, um zivilisierten Völkern eine von diesen ausdrücklich verabscheute Lebensform aufzuzwingen. Wenn man die Etappe möglicher Verhandlungen und Vermittlungen gleichsam überspringend mit der Anwendung der Atomwaffen droht, um konkrete Forderungen durchzusetzen, sie mögen berechtigt sein oder nicht. Es ist offensichtlich, dass unter den gegenwärtigen Verhältnissen sich in einer Nation der Fall ergeben kann, dass, nachdem jeder Versuch, den Krieg zu beschwören, ohne Erfolg geblieben ist, eben der Krieg, um sich wirksam und mit Hoffnung auf einen günstigen Ausgang gegen ungerechte Angriffe zu verteidigen, nicht als unerlaubt betrachtet werden könnte. Willkommen im Jahr 2020 in der Ukraine, sage ich nur. Wenn also eine Volksvertretung und eine Regierung mit freiem Wahlrecht erkoren, in äußerster Not und mit den rechtmäßigen Mitteln äußerer und innerer Politik Verteidigungsmaßnahmen treffen, und die nach ihrem Urteil notwendigen Verfügungen ausführen, so verhalten sie sich gleichfalls in einer nicht unsittlichen Art und folglich kann sich ein katholischer Bürger nicht auf das eigene Gewissen berufen. Das kann er ja sowieso nicht, weil ein katholischer Bürger hat kein eigenes Gewissen, das wissen wir ja, wenn wir den Katholizismus studieren, um sich zu weigern, die Dienste zu leisten und die Pflichten zu erfüllen, die gesetzlich festgelegt sind. Also hier spricht er auch ganz deutlich gegen die russischen Deserteure im Augenblick. Das ist genau dasselbe. Und er spricht hier für die Legitimierung eines Atomkriegs, wenn man das zwischen den Zeilen richtig liest. Hierin wissen wir uns in voller Übereinstimmung mit unseren Vorgängern Leo dem 13. und Benedikt dem 15. Leo der 13., den ich vorhin bereits erwähnte, der Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche machen wollte, und Benedikt der 15., der zu Zeiten des Ersten Weltkriegs der Papst war. Tja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr ernüchternd. Ne? Ja. Zivilisierten Völker eine von den ausdrücklich verabscheutes Lebensform aufzwingt, den unzivilisierten Völkern, die sie so als Wilde schon mal bezeichnet haben, dann darf man das aufzwingen. Ja, und das ist genau das, als ich das gelesen habe, Entschuldigung, dass ich da mal eben zwischengreife, als ich das gelesen habe, habe ich genau an die Sache gedacht, was damals mit Karl dem Großen passiert ist. Der Sachsenschlechter. Ja. Was hat denn damals die römisch-katholische Kirche gemacht? Die ist aus Frankreich, Germanien, eingedrungen und haben nicht nur die Sachsen, sondern viele
sogenannte barbarische Völker ihre Zivilisation aufgedrückt. Genau dasselbe. Genau der Gedanke kam mir, als ich das gelesen hatte. Ja, dass sie nicht zivilisiert waren, nach deren Meinung, dann ist es gerechtfertigt. Ja, eben. Ja. Und mit den Folgen leben wir heute noch. Was ist unzivilisiert? Das ist das, was man dann eben als Untermenschen oder jetzt aktuell, wir hatten ja das Buch, ne, von Sergei Sardin gelesen, ne? Da kam ja ständig dieser Begriff, es sind Barbaren. Ne? Also ja, quasi nicht. Die Russen Menschen. Sind Barbaren, die Russen sind Mörder und so weiter und so ja, weiter. Ja, genau. Also ich sag's mal eben so: jeder, der es jetzt bis jetzt noch nicht verstanden hat, den sage ich einen ganz deutlichen Klartext. Was hier als zivilisiert bezeichnet wird, lies römisch-katholisch. Das ist gemeint und nichts anderes. So muss man das verstehen. Ja. Weil wenn du nicht römisch-katholisch bist mit deinem Volk, dann dringen wir da ein und dann bringen wir den Katholizismus zu euch, ob ihr ihn haben wollt oder nicht. Konvertiere oder stirb. Das ist Semper Adem, die Politik der römisch-katholischen Kirche der letzten 2000 Jahre. Hat sich nie geändert, wird sich nie ändern. So ist es, Jörg. So ist das. Und das war nur mal ein kleiner Auszug. Ne? Also es kann sein, dass ich habe noch ein paar solche Papst-Ansprachen vorliegen. Aber ich will dir jetzt hier die gute Laune nicht verderben. Obwohl, nö, ach, das tust du nicht, das tust du nicht. Wir sprechen jetzt hier über Ukraine und so weiter. Und wie ich das schon vorgetragen habe von dem von der Evangelischen Akademie Frankfurt, wo dann dieses Gespräch stattfinden sollte und so, ja, dass da halt Russland jetzt die bestehende Ordnung zerstört hat. Und da gibt es auf den Nachdenkseiten einen sehr guten Kommentar dazu, wo sie dann schreiben: Ist es wirklich zu viel verlangt für die sicherlich sehr gebildeten Mitglieder der Evangelischen Akademie, sich an das Jahr 1999 zu erinnern, als man einen Angriffskrieg auf die ehemalige Bundesrepublik Jugoslawien begann, der auf Kriegslügen basierte und dem Recht des Stärkeren so gegen alle völkerrechtlichen Konventionen verstieß. Das heißt, der Konflikt jetzt hier inmitten in Europa ist nicht der erste. Vorher hat man von der einen Seite gegen die regelbasierte Werte oder diese Regel verstoßen, das war nicht so schlimm. Jetzt verstießt da die andere Seite und da ist jetzt hier der Bär los. Zumindest hier vom Westen her. Ja. Jetzt waren wir ja in der letzten Lesung bei diesem Satan hängen geblieben. Ne? Und ich würde vielleicht, ich meine, jetzt haben wir sicherlich eine Stunde fast schon voll, denke ich. Aber vielleicht können wir noch mal zwei Sachen machen. Einmal hatten wir uns über die Teilnehmer von dieser Buchpreisverleihung beziehungsweise von diesem Friedenspreis angeschaut. Da sind wir über diese mehr oder weniger über diese Frau Claudia Roth da gefallen, die damals ja sich auch dadurch ja, ausgezeichnet hat, in Anführungszeichen, dass sie da biblische Schriftzüge hat ja, verdecken lassen. Und aus dem Kontext heraus vielleicht nochmal so viel, Jörg, du hast ja nochmal dieses eine PDF jetzt vorliegen, gab es ja jetzt auch mit der Außenministerin, der Annalena Baerbock, einen ähnlichen Vorfall bei diesem G7-Treffen, ne? In Münster, ne? In diesem Friedenssaal, wo ja vielleicht, ihr wisst ja, dieser Westfälische Friede, also war ja auch ein Religionskrieg, dann ja beendet wurde und dort eben es zu diesem Vorfall kam. Ne? Und mittlerweile, das war, liegt ja der Originalartikel vor, am 4.11., hat man das jetzt schon wieder revidiert. Beziehungsweise, ich lese gerade, Baerbocks Außenministerium lässt Kreuz bei G7-Treffen abhängen. Das ist schon korrigiert worden. Das ist ja ein Ding. Als ich das noch auf dem Rechner hatte, als Link, stand Baerbock lässt Kreuz bei G7-Treffen abhängen. Jetzt hat man schnell das Außenministerium noch dran gehangen. Und insofern ist das, ich meine, für uns bibelgläubige Christen ja eigentlich egal, weil es gibt ja keine christliche Symbolik, aber trotzdem kann man ja an diesem Akt schon mal erkennen, dass A, die Frau entweder gar nicht weiß, was ihr Außenministerium macht, B, dass die vielleicht diese Frau gar keine Ahnung von Heimat hat, was überhaupt passiert und vielleicht auch C,
sie komplett in einer geistigen Umnachtung ist, die, wo sie nie weiß, dass das vielleicht auch irgendwo ein bisschen auffällt, wenn man dann solche symbolischen Akte wie Abhängen, Verhängen, Wegnehmen von irgendwelchen Dingen da vollzieht, wie auch immer. Ne? Also sehr interessant. Oder sie verfolgt nur Befehle. Oder sie ist genau einfach nur das, wofür sie ja mittlerweile auch viele halten, was sie ja letztendlich auch ist. Ne? Wir wissen ja, dass sie über diese, wie hießen das gleich, diese Young Leaders, ne? Über diese Schwab-Stiftung da hochgekommen ist, ne? Wie viele andere auch. Ne? Young Global Leaders, ne? Übrigens, da ist auch Putin drin oder war drin, das ist vielleicht nochmal als Nebensatz erwähnt, der war auch mal in diesem Aufbauprogramm für die globale Bevölkerung, die globalen Führer mit enthalten. Das hat man übrigens rausgenommen aus dem Archiv, aus der Seite, und das ist nur noch dann zu finden, wenn man über die sogenannte Rückwärtssuchmaschinen entsprechend dann sich auf die Suche begibt. Da muss man aber gezielt suchen. Das ist übrigens auch nochmal so ein Punkt, ne, dass ihr hier bitte nicht denkt, dass wir hier so auf der einen Seite rumkippen, sondern das lässt sich auf allen Seiten finden. Ja. Also das ist da leider eben so, dass dieser ganze Schlamassel quasi letztendlich nur darum geht, Fronten aufzubauen, aus vielem eines zu machen und entsprechend dann aus diesem, was sich dann sozusagen dann noch übrig, was dann noch zu übrig ist, dann, dass man dann zusammenkehrt und entsprechend dann diese neue Weltordnung, die ja eigentlich eine alte Weltordnung ist, ne? Man will ja wieder zurück zum, ne? Heiligen Römischen Reich, ne? Das ist ja letztendlich genau das. Also im Prinzip könnte man auch kurz sagen zum Mittelalter und den Idealen im Mittelalter, ne? Aber das ist jetzt egal, ne? Jedenfalls das nochmal aktueller Bezug nochmal ganz kurz. Ja, und hier steht von, auch am Schluss, ja. Hinweis der Redaktion, in einer vorherigen Version wurde in der Überschrift nahegelegt, dass das Abhängen des Kreuzes von Baerbock selbst veranlasst worden sei. Nach Darstellung des Außenministeriums geht das Abhängen aber nicht auf einen Wunsch von Baerbock zurück. Es habe dazu keine Entscheidung auf politischer Ebene gegeben. Das Abhängen erfolgte offenbar auf Wunsch der Protokollabteilung des Außenministeriums nach Absprache mit der Stadt Münster. Deshalb haben wir die Überschrift geändert und eine Passage im Text entfernt. Also was du vorhin erwähnt hattest, steht hier im Text selbst noch drin. Interessant ist natürlich, dass sie hier schreiben, das Abhängen erfolgte offenbar auf Wunsch der Protokollabteilung des Außenministeriums nach Absprache mit der Stadt Münster. Nach Absprache, da kommt das Außenministerium und sagt von, das wird gemacht und dann wird das gemacht. So macht man Absprachen in der Hinsicht mal eben jetzt dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadt Münster so ein symbolträchtiges, einen so einen symbolträchtigen Ort dann einfach freiwillig solche Symbole da abnimmt. Ne? Also kann ich mir nicht vorstellen. Ja, nicht deswegen musst du recht haben. Da kommt das Außenministerium, legt da die Hand auf die Brust und sagt so, jetzt aber. Ne? Mhm, sicher, klar. Ja, das nur mal so ein kleiner Beitrag dazu. So, und jetzt, Jörg, vielleicht können wir noch mal mit diesem Zadan wenigstens noch mal ein bisschen weitermachen, weil ich habe mir da die Mühe gemacht, euch ja noch mal näher zu bringen. Ja, die Bilder hier, ne? Ja, genau, dass wir jetzt, wenn Sie mal die Bilder mal angucken, weil es ging ja darum, dass wir hier merken, dass hier alles auf den Kopf gestellt wird. Ne? In dieser antichristlichen Welt wird eben ein Mensch, der eben überhaupt nicht friedlich ist, eben als Friedenspreisträger entsprechend in die höchsten Weihen gehoben. Beispiel Obama. Obama, genau. Ne? Als Weiß mach Schwarz, als Schwarz mach Weiß. Also es wird alles auf den Kopf gestellt. Ja? Von der Gender-Agenda wollen wir gar nicht anfangen. Das aus Schwarz macht Weiß, siehe Michael Jackson, ne? Könnte man jetzt lustigerweise anführen. Ne? Das können wir auch machen, ja. Naja, auf jeden Fall ist das ein Thema. Ne? Es wird alles auf den Kopf gestellt. Das ist eben auch so ein Zeichen, so ein Merkmal dieser antichristlichen Welt, dass alles, was eine gewisse göttliche Ordnung hat, einfach negiert wird und es wird einfach umgedreht. Das ist auf dem geistigen Niveau, das ist überall zu sehen. Und jetzt können wir ja nochmal kurz die Bilder mal angucken. Da zeige ich euch jetzt nochmal diesen Friedenspreisträger hier. Ja, seht ihr dieses typische Zeichen, was er mehr oder weniger ja, wahrscheinlich aus dem Unterbewusstsein, ne, weil er ja an dem antichristlichen Geist gelenkt ist, ja, vollführt, um einfach zu zeigen, dass er hier ja, mit dieser Szene einverstanden ist, wie auch immer, was das jetzt hier bedeuten soll. So, dann geht er mal weiter, ist dieser Zadan übrigens auch ein Musiker, ein Sänger, der diese Band gegründet hat, Sagan, also das ist jetzt dieses Kyrillisch, Sagan und Sobaki, also die Hunde, ne? Sagan und die Hunde, ne? Sozusagen, ja, das ist die Band. Und ihr seht selber, ne? Totenkopf, Flügel, ja, schwarz,
Weiß-Rot, ne, die Farbe des antichristlichen Systems. Ne? Also wer da vielleicht nicht so weiß, worum es geht, muss unbedingt die Lesung auch von Michael mal angucken über die satanische Medienagenda oder satanische Musikagenda. Da wird das alles bis ins Detail aufgelegt und man findet die Farbsymbolik halt eben wieder, ne? Hier eben auch durch Zufall bei diesem sogenannten Friedenspreisträger. So, dann geht es mal weiter auf der Seite 82. Hier seht ihr diesen sogenannten Friedenspreisträger schon in einer etwas untypischen Kluft und Lederjacke gehört noch dazu, dass man als Rocksänger vielleicht noch sich so kleidet. Dann seht ihr aber hier, was nicht mehr so typisch ist, eine schutzsichere Weste. Das ist auf jeden Fall eine Weste, eine Kampfweste, schwarz mit dem Namen Chagan. Chartia, wahrscheinlich Charkiv, ne? Und dann hier dieser Helm. Bei dem Helm, das könnt ihr jetzt nicht erkennen, ist mindestens ein Blitz abgebildet. Ne? Ihr wisst ja, wofür der Blitz, das Blitzsymbol, was man übrigens auch bei vielen Rockgruppen von AC/DC angefangen, David Bowie auch immer wieder findet, wofür das steht. Wie gesagt, da verweise ich nochmal auf die Lesung von Michael. Und dann könnt ihr mal weiter gucken. Da seht ihr hier ein Gedenkstein. Ja, der Gedenkstein selber, der sieht erstmal sehr unauffällig aus. Der ist in Charkiw, ja, also in der Ostukraine. Und hier seht ihr erstmal so eine Kundgebung. Und da seht ihr neben den ukrainischen Fahnen, seht ihr auch so eine rot-schwarze Fahne. Ne? So, und diese rot-schwarze Symbolik oder diese rot-schwarze Farbgebung, die ist nicht nur ein Zeichen des antichristlichen Systems, sondern die ist auch ein Zeichen einer rechtsgerichteten Partei. Jetzt hier aktuell ist das der sogenannte rechte Sektor. So, und jetzt habe ich das mal vergrößert und mit unserem Friedenspreisträger, ne, der wie gesagt angehimmelt wird von Claudia Roth, vergöttert wurde förmlich. Seine Bild war ja da wirklich sehr bezeichnend. Und dann seht ihr hier diesen Herrn vor diesem Monolith, diesem Stein. Sieht aus wie Granitstein. Und hier mit der entsprechenden Aufschrift übersetzt, also ukrainische Postanska Armia, also übersetzt ukrainische aufständische Armee. Das habe ich nochmal genau vergrößert. Und diese UPA, habe das jetzt mal alles recherchiert, habe mir mal die Mühe gemacht, euch das mal näher zu bringen. Da gibt es ja so viele Parteien, die da alle nationalistisch sind und im 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert da aufgebaut wurden. Das ist ja wirklich unglaublich, was es da alles gibt. Das ist schon allein ein Studium. Wenn man das durchsteigen will, da braucht man wirklich Tage dafür. Und diese UPA war eben eine ukrainische Untergrundmilitärorganisation während des Zweiten Weltkriegs. Also die gab es jetzt schon ein bisschen länger. Ein bewaffneter Ableger der Organisation ukrainischer Nationalisten. Aha, ein bewaffneter Ableger der Organisation ukrainischer Nationalisten. Ne? So, nochmal. Der Friedenspreisträger 2022 steht neben einem Denkmal. Das ist übrigens jetzt auch aktuell gewesen. Das ist noch nicht lange her. Wo er hier sozusagen, wenn ich mich vor so ein Denkmal stelle, dann bin ich ja mehr oder weniger, ja, wie kann man das sagen, einfach ja, geistig auf derselben Ebene und gebe sozusagen durch meine Anwesenheit, also kund, dass ich sozusagen mit den Dingen, die hier sozusagen dann an die gedacht wird, eben geistig mit einverstanden bin. Eben auch mit einem bewaffneten Kampf, war ein bewaffneter Ableger, das ist nie irgendwie in irgendwas, sondern es geht ja hier um bewaffnete Menschen, die eben dann ja auch bereit sind, entsprechend zu töten. Also von daher, ne? So, genau. Und das hier weiter runter, das ist jetzt in einer schlechteren Qualität, ist dieses Gedenkschild dieser ukrainisch aufständischen Armee bis April 2013. Das wurde nämlich dann mal kaputt gemacht. Von wahrscheinlich dort irgendwo Scharkiffern, die eben mit diesem sowohl doch so ihre Probleme hatten. Und dann ist natürlich das immer sehr naheliegend, gerade bei den jüngeren Leuten, die das nicht anders machen können, dann hauen sie es eben kaputt. So, das wurde wieder aufgebaut. Wie gesagt, oben das Aktuelle, was jetzt immer noch steht in Scharkiff, dieser Monolith. Und genau, jetzt habe ich mal auf der Seite 87 euch mal noch den Wikipedia-Auszug gebracht, dieser ukrainisch aufständischen Armee. Ihr seht erstmal hier direkt die Farbgebung des, ja, dieses militärischen Arms, ne, also rot und schwarz. Ne? Wie gesagt, bitte guckt, diese Farben sind aktuell auch in diesem Krisengebiet ständig anzutreffen. Als Bezeichnung als Merkmal des sogenannten rechten Sektors. Ne? So, naja. Und wie gesagt, ist ukrainische aufständische Armee abgekürzt, ne? Ist hier sozusagen dann dieser Ableger
der Organisation ukrainischer Nationalisten. So, diese Organisation ukrainischer Nationalisten, Jörg, gehen wir auf die Seite 88, seht ihr im Prinzip auch hier nochmal, ja, ne, die antichristliche Farbsymbolik nochmal in Vollendung. Hier natürlich klar, das christliche, in Anführungszeichen, Kreuz darf natürlich nicht fehlen, ne, weil man braucht ja immer irgendwo eine, ja, göttliche Berufung, ne, dass man sozusagen dort in einem höheren Auftrag da zu Felde zieht. Und ihr seht also hier diese Andeutungen eben auch schon, ne, in dem OUN, also Organisation ukrainischer Nazis, Klammer auf B, Klammer zu, Emblem. Das ist das, was die sich dann wahrscheinlich auf die Jacken geklebt haben, um sich gegenseitig zu erkennen. So, dann wie gesagt, die Flagge, nochmal zum dritten jetzt, Flagge der UNB auf der Seite 89. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, gucken wir uns nochmal diesen Herrn Bandera an, von dem wir ja letztens schon gesprochen hatten, der nach wie vor für die ganzen Protagonisten in der Ukraine ein geistiges Vorbild darstellt, der eben ja, ein Denkmal bekommen hat, wo eben dieses Kreuz ja, mehr als übergroß, übermenschlich, also quasi als dominierend dargestellt wird und dahin, davor der Bandera mit einer, ja, ja, was ist denn das für eine, ich meine, die Hand ist noch zu sehen, sonst hätte ich schon wieder an irgendwelche freimaurischen Dinge gedacht. Aber wahrscheinlich ist das auch so eine Art Gruß und wie gesagt, er steht sozusagen vor dem geistigen Glauben, der sozusagen ja über das Kreuz ja symbolisch dargestellt wird. Ne? Und daneben eben auch die ukrainische Fahne links und die Fahne des U und B dann auf der rechten Seite. Ne? So, mit Blick auf den Kreml wird 100 Kilometer von Russland entfernt installiert und der Installateur dieses Denkmals, das ist jetzt hier nochmal kurz in dem Interviewausschnitt mit dargegeben worden. Da ist halt dann gefragt worden, ja, was haben Sie sich dabei jetzt gedacht, hier das so zu installieren, dass halt der Bandera in eben die Richtung schaut, in der eben in Moskau sich der Kreml befindet. Warum ist das so? Und da ist die Antwort, Zitat, damit unser alter Feind versteht, dass wir unser Land verteidigen und weiterhin verteidigen werden. Und Bandera ist ein Symbol des nationalen Befreiungskampfes. Aber auch heute kämpft er nur wegen seines Namens gegen Feinde weiter. Stefan Bandera. Ne? So, man kann das natürlich auch wieder übersetzen und sagen, aha, wenn ich sozusagen so ein Denkmal positioniere, dann ist das also nicht nur, das ist ja auch wieder diese Symbolik. Und hier sieht man ganz klar, dass diese Leute Moskau im Prinzip nicht anerkennen, weder weltlich noch geistig, ne? Sondern für diese Leute gibt es eben andere Glaubensgründe und andere Dinge, wozu sie eben dann entsprechend kämpfen werden. Und ja, dieser Bandera, Stefan Bandera, von dem habe ich, wie gesagt, ein Original Lebenslauf, ein Buch. Und da ist im Prinzip alles dargelegt, wie der groß geworden ist, aus welchem Umfeld er kommt. Und das Wichtige fand ich für mich erstmal, dass er aus einer, also erstmal der Name Bandera, ne? Der Name Bandera ist auch schon sehr bezeichnend, weil der wird übersetzt als Flagge oder als Banner. Ne? Und insofern kann man natürlich auch eine Flagge, trage ich ja zum Beispiel, wenn ich einen Kreuzzug führe, ne? Wir hatten ja das Thema heute, dann trage ich ja die Flagge nie hinten, der Letzte, ne? Im Gefecht, sondern was mache ich mit der Flagge? Die trage ich voran, weil die Flagge ist sozusagen auch ein geistliches Symbol für das, was ich tun werde, für die Eroberung, für den Grund, den ich im Kampf führe, warum ich überhaupt diesen Kampf führe. Deswegen sind ja diese Banner und Flaggen ja auch so wichtig. Also nicht nur, um den Feind entsprechend zu erkennen oder dass man sich selber von dem Feind unterscheidet, sondern es geht auch darum, eben entsprechend seine geistige Haltung zu zeigen. Und insofern finde ich das schon sehr zufällig, dass eben dieser Mensch mit dem Namen Bandera, Stefan Bandera, eben ein geistiger Flaggenführer immer noch ist. Ne? Und der Vater bzw. die gesamte Familie war im Prinzip mehr oder weniger patriotisch, würde man sagen, beziehungsweise nationalistisch eingestellt. Und also der, ich glaube, neun Kinder hatte der Vater, der Andrei Bandera.
Und die waren alle irgendwo Nationalisten geworden. Also die waren alle aktiv in der Politik und sind alle eben irgendwo dann in irgendwelche Verbände eingegangen und haben da irgendwo ihren Glaubenskampf ausgeführt. Auf dem Bild sieht er hier aber so aus. Das ist ja der Vater oder Großvater. Das ist der Vater, genau. Das hier ist der Vater. Der sieht aber auf dem Bild aus wie ein Priester, ne? Mit ja. Mit dem weißen Kragen und dem schwarzen Ding. Ja, ist er auch. Also, okay. Das ist auch ein Priester. Auf den gehen wir noch ein. Das ist ein Priester. Wir wollen ja nicht alles verraten. Ne? Aber natürlich, wie das immer so ist, diese Leute kommen immer aus hohen Haus. Ne? Das ist immer ganz typisch von diesen sogenannten Revolutionsführern, egal in welcher Epoche das ist. Wir haben jetzt in der Ukraine-Krise ist mir aufgefallen, dass viele aus dem polnischen Adelsgeschlecht kommen. Da gibt es unglaublich viele Protagonisten, die wir schon angesprochen hatten. Gerade bei der Taras Bulba-Geschichte, die dann eben in die Politik gegangen sind und die eben dann sozusagen da diese Fahne hochgehalten haben. So, und Taras Bulba ist insofern ein Stichwort. Für die nächste Sendung. Weil wir die durch Zufall wiederfinden. Aber das ist wirklich, also richtig, also muss ich laut lachen, als ich das gesehen habe, ich gesagt, das gibt's doch nicht. Das hatten wir doch schon. Und das wird uns sicherlich dann in der nächsten Folge befassen, weil das war wirklich sehr erstaunlich. Und da sieht man auch wieder dann, wie dicht die Dinge eben geistig auch zusammenliegen. Ne? Wenn man eine Sache durchdacht hat und man weiß, okay, jetzt habe ich das verstanden, dann fällt es einem viel leichter, mit dem kleinen Erkenntniskreis dann eben auch weitere Kreise dann eben zu schließen. Ne? Und das ist so auch so ein typisches Beispiel dafür gewesen. Jörg sagt für die nächste Lesung, okay, ich gucke mal drauf, das ist schon 1:13. Ne? Okay. Und wer mehr etwas über Bandera wissen möchte, da habe ich so einen Link zu einem Portal Gerda Henkel Stiftung gepostet. Vielleicht kann man den so als in der Beschreibung aufführen. Da ist so ein bisschen Übersicht über die Person und ja, die gespaltene Erinnerung an die Gewalt. Ja. Sind interessante Hintergründe ja. aufgeführt. Ja. Was der so gemacht hat und was das für, also was wie, also der was für Exerzitien dieser Stefan Bandera gemacht hat, das ist schon Wahnsinn. Ja, spirituelle Exerzitien. Ja, ja und auch körperliche. Ne? Der hat sich ja auf Folter mit Verhörer schon eingestellt. Ne? Der hat sich ja die Finger brechen lassen. Der hat sich die Finger an der Türzarge selbst eingeklatscht, damit er sozusagen trainiert, wenn er sozusagen dann verhört wird, dass er sozusagen entsprechend dann standhält, ne? Und solche Sachen. Also vollkommen fanatisch. Für seine Sache. Ne? Und du weißt ja, woher kommt ne? Dieser Fanatismus, den finden wir immer im religiösen Bereich und gerade bei dem Thema Exerzitien, ne? Da weiß man ja immer, woher es kommt. Ne? Immer von derselben Quelle. Ne? So, Jörg, jetzt wolltest du Schluss machen. Ja, wir müssen ja irgendwo mal sehen, wir können ja die Sendung nicht 3 Stunden laufen lassen, was natürlich auf der einen Seite schön wäre, aber auf der anderen Seite bekommen dann die Menschen viel zu viel Information, man muss das ja auch verarbeiten können. Ja, und wir müssen, also es war heute, glaube ich, eine ganze Menge Information, auch wenn wir nicht wahnsinnig viel gelesen haben, aber was wir gelesen haben, war desto kräftiger an Informationsgehalt, meines Erachtens. Und ich freue mich ganz einfach auf die nächste Sendung, die wir vielleicht am Freitag machen können. Da müssen wir nachher mal drüber schnacken, dass wir diese Woche 2 machen können. Aber das regeln wir außerhalb dieser Sendung nochmal. Zu dieser Sendung nochmal zusammenfassend nochmal eben sagen, wenn man solche Botschaften liest, wie die Weihnachtsbotschaft vom Papst, egal ob das jetzt Pius XII. Ist, ob das Franziskus heute ist oder ob das Pius IX. Aus dem 19. Jahrhundert ist, solche Botschaften sind immer von den Jesuiten geschrieben. Und der Papst ist nur die Puppe, die sich da hinstellt und das vorliest und damit vorträgt, was er vortragen soll. Und wenn er etwas vorträgt, was er nicht vortragen soll, dann hat er wahrscheinlich zum letzten Mal vorgetragen. Da gibt es auch Beispiele für, gerade bei den Päpsten, wie viel da in der Vergangenheit ermordet worden sind und auf merkwürdige Weise umgekommen sind. Da haben wir teilweise in Babylon Mysterienregion uns mit beschäftigt. Da gibt es auch viele andere Dinge, mit denen man das machen kann. Die müssen eben alle auf Linie sein. Und auf Linie heißt die Agenda des Teufels vertreten. Und zwar auf eine Art und Weise, dass der normale Mensch das gar nicht merkt, dass man hier mit dem Teufel zu tun hat. Das ist eben das Geschick, das der Teufel hat. Ja? Er gebraucht Zeichen und Wunder auf seine Art und Weise, um die Leute zu verzaubern. Und das in einem nicht positiven Sinn, weil verzaubern kann nie positiv sein. Und wenn wir die Bibel lesen in Offenbarung Kapitel 17,
dann steht da eben deutlich drin, genau wie in Offenbarung Kapitel 18, 17 Vers 2, 18 Vers 3, dass die Könige dieser Welt Unzucht mit der Hure in Babylon getrieben haben und dass die Völker der Welt trunken sind von Wein dieser Unzucht. Und wenn man trunken ist, das weiß ein jeder, der mal Alkohol getrunken hat, und zwar vielleicht ein bisschen mehr, als ihm gut tut, der weiß, dass man dann teilweise gar nichts mehr weiß und dass man dann vielleicht Dinge tut, die man sonst nicht tun würde. Das tut man unter Einfluss von Drogen. Über die ganze Drogengeschichte haben wir mit Michael in vielen Sendungen, satanische Medienagenda, teilweise auch bei Verschwörungstheorien und so weiter darüber gesprochen, aber vor allen Dingen bei den satanischen Medienagenda, was diese Drogen machen. Man ist halt berauscht, man öffnet sein Gewissen einem anderen Geist, der dringt dort dann ein. Und genau das ist mit diesen Menschen in dieser Welt passiert, eben weil sie von der Welt sind. Und wir Christen werden dazu aufgerufen, in dieser Welt zu leben, weil wir müssen ja das Evangelium einer jeden Kreatur predigen, aber eben nicht von der Welt zu sein. Deswegen meine abschließende Warnung noch dazu: Lasst euch nicht einlullen von den Lügen dieses weltpolitischen, satanischen, religiösen, in zwischen Anführungszeichen religiösen, römisch-katholischen Systems. Haltet euch davon fern, so weit wie möglich. Schaut solche Sendungen wie diese hier, macht auf Basis dieser Sendung eure eigenen Untersuchungen, schärft euren eigenen Verstand und predigt dies euren Mitbürgern, euren Brüdern und Schwestern im Geiste und auch denen, die es nicht sind, weil es kann immer einer sein, der es bis jetzt vielleicht noch nicht ist, der aber durch das Schauen dieser Sendung oder durch das Lehren der Wahrheiten, die hier an den Tag gebracht werden, aufwacht. So wie Gerald mal aufgewacht ist, so wie Marius mal aufgewacht ist und so wie ich mal aufgewacht bin. Weil Gott arbeitet auf oftmals uns unverständliche Art und Weise und gebraucht die kleinsten Anweisungen, um seine Ziele zu erreichen und die Menschen zu ziehen. Wohin? Der Vater zieht zum Sohn. Und durch den Sohn haben wir Erlösung. Und dann erkennen wir, dass wir Sünder sind. Wir bekennen unsere Sünden, wir bereuen unsere Sünden gegenüber unserem Vater im Himmel durch Jesus Christus und kriegen dafür das ewige Leben geschenkt. Und dass das Leben lebenswert ist, das muss ich niemandem erzählen. Nur der Teufel macht es hier für uns wahre Christen nicht besonders lebenswert. Und für die anderen macht er es sehr lebenswert, aber sie folgen lieber dem Ruf des Geldes als dem Ruf Gottes. Und damit möchte ich meinen Beitrag für die Sendung heute beenden und ich gebe noch ein abschließendes Wort an Gerald und Marius. Ja, also ich kann dem zustimmen, nur zustimmen und ja, in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sein. Das ist so der wichtigste Punkt, dass man dort einfach diese Dinge nicht so sehr an sich ranlässt, dass man auch gerade wenn es jetzt um diese ganzen Informationen geht, eben auch immer sich selber ein bisschen noch im Blick behält und nicht zu sehr sich dort mitreißen lässt. Ne? Weil genau das ist ja genau diese Arbeit des Antichristen, ne? Dass die Menschen sozusagen mitgerissen werden in diesem Theaterspiel. Und es geht darum, wirklich echte an wahre Informationen zu kommen, wo wir uns eben die Mühe geben, euch das mit den wenigen Mitteln, die wir haben und der wenigen Zeit, die wir haben, näher zu bringen und euch auch natürlich herzlichst immer auffordern, weiter zu sehen, weiter zu gucken, selber auch diese Dinge in Angriff zu nehmen. Denn nur die Dinge, die man selber rausfindet, sind auch die, die man sich wirklich dann auch behält und die man eben vor allem auch weitertragen kann. Und weil wir uns jetzt dafür entschlossen haben, diese Sendung zu machen, deswegen sind wir natürlich bereit, diese Dinge, die wir rausfinden, an euch weiterzugeben. Ihr mit der Bitte natürlich auch diese Dinge weiter zu verfolgen und eben vielleicht auch selber eigene Erkenntnisse mit anzubringen, die auch weiterzubringen, um eben denen, die es jetzt vielleicht nicht wissen, die vielleicht jetzt auch unsere Hilfe brauchen, eben zu zeigen, passt mal auf, wir leben hier in einem antichristlichen System. Das macht alles Sinn, wenn man die Dinge an der Bibel misst. Auch wenn es im Moment erstmal für euch vielleicht nicht den Eindruck hat, dass das irgendwas mit Religion zu tun hat, dann nehmt euch die Zeit, nehmt die Lesung, ne, nicht nur von uns, sondern auch noch von, wie gesagt, Michael und noch viele andere und versucht dort eben erstmal für euch
ein bisschen Klarheit zu schaffen, um dann entsprechend selber auch in den inneren Frieden zu kommen. Denn das kommt nämlich genau dann an den Punkt, wo man selber in dieser Wahrheit steht und auf einmal, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber einmal diese totale innere Ruhe sich einstellt. Man ist nicht mehr polarisierbar. Mich kann keiner mehr irgendwie provozieren mit irgendwelchen Dingen. Und darum geht es, dass wir sozusagen in dieser Welt leben, aber eben nicht von dieser Welt sind. In diesem Sinne wünsche ich erstmal jetzt allen einen schönen Abend und würde nochmal dem Reis das jetzt allerletzte Wort geben. Maranatha. Danke, es ging um diese Sendung, aber nicht nur in dieser Sendung, sondern alle diese Sendereihe um Informationen und viele Informationen. Und man läuft in dieser Welt der Gefahr nach, dass man zu viele Informationen enthält und dann muss man filtern, sortieren, überprüfen. Das ist unter Umständen ziemlich schwierig. Ich wurde auch schon mal gerügt wegen vieler Informationen, weshalb ich nicht böse bin. Da läuft man immer die Gefahr, dass man irgendwie sich an vielen Informationen, vielen Nachrichten, Schnipseln schnappt und irgendwie weiter verbreitet. Aber diese Überflutung, die wir heute haben, ob das jetzt mit Werbung oder Information ist, wenn man da nicht aufpasst, kann es ins Negative umschlagen. So habe ich letztens auch so blödsinnige Informationen gelesen. Studie enthüllt, Kaffee schützt offenbar vor der C-Infektion. Ja, kann sich jeder denken, selber, was er über sowas meint. Aber man sieht ja, man wird mit Informationen zugepflastert und was da jetzt was dran ist, was nicht, dann muss man sich dahinter begeben, entweder von vornherein filtern oder die Hintergründe erforschen und wer macht das schon? Und weshalb so viele Leute so einfach auf viele Sachen, die beim zweiten Blick oder wenn man geübt, die schon auf den ersten Blick suspekt sind, weshalb die Menschen trotzdem auf sowas drauffallen und nicht nur Leute, die jetzt bildungsfern sind, sondern auch irgendwie Gebildete und Menschen, von denen man ja solche Unsouveränität nie zugetraut hat. Da habe ich mir eine Zeit lang nicht erklären können, ob das jetzt Professoren sind oder so, die dann jetzt Angst verbreiten oder selber haben von dem, was wir jetzt so gerade erleben. Aber leider bin ich vorher, als ich den Bibelzitat bringen wollte, etwas in Stocken geraten. Es ging in der Sendung hier um den Zitat von dem Patriarch Kyrill und da stand, mit ihren souveränen Schleier bedeckt. Und mit dem Schleier bedeckt man etwas, damit man ja entweder miese Taten verdeckt und aus den Augen hat oder man streut halt Sand in die Augen oder ins Verstand und dann versteht man nicht. Und dann musste ich halt auf diesen Bibelzitat denken von einem zweiten Thessaloniker. Jetzt versuche ich das ohne so zu stocken zu zitieren, ganz kurz. Thessaloniker 2, 11. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, dass sie der Lüge glauben. Ja, jetzt versteht man, weshalb so Leute oder weshalb so viele Leute dann einfach das, was die Medien mit ihnen machen, also mit Informationen zuballern und weshalb sie dann so leicht darauf fallen. Ja, sie haben nicht die Liebe zur Wahrheit, sie haben nicht die Liebe zu Gott und dann haben sie kein Fundament und dann sind die leider für diese weltliche Zuschmeißung mit zu vielen Informationen, mit Halbwahrheiten, mit unwahren Mitteilungen, sind ja dadurch so eingängig. Okay, das war jetzt von meiner Seite und wie ich gehört habe, habe ich jetzt das endgültige Wort. Dann sage ich mal bis demnächst. Mahanata.